finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Alexander Albon steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Ricciardo, Verstappen, Lewis Hamilton und Norris, Vettel, Leclerc, Ocon und Richards, Sainz, Kvyat, Sergio Perez und Stroll, Gasly, Russell, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, Latifi, Schumacher, King und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, liebe Leute, danke schön fürs Einschalten wieder und herzlich willkommen zurück zum F1 2020 mit dem Rennen. Platz 10 ist es am Ende geworden und wie ihr selber gesehen habt, keine Strafen, wie es für die Spitze auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall schon Runde 4 in die Box. Also das müssen wir echt gucken. Weil wir die Runde, weil wir tatsächlich durch unsere langsame Boxen-Crew eine Runde verpasst haben und einen Versuch verpasst haben, hätte ich gerne nochmal eine Runde gesetzt. Aber wir müssen damit leben. Wir gehen auf jeden Fall rein und schauen, was das im Rennen drin ist am Ende final. Unsere Reifen sind nicht die neuesten. Leider einige Runden alt. Naja, schauen wir mal. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Oh, sorry. Natürlich, es ist auch keine. Ah, natürlich. Ich lasse. Ja, komm, geh vorbei. Geh vorbei. Jawohl. So, okay, da habe ich ein bisschen. Weil ich mich schon jetzt verleide, habe ich gedacht, ja, versuchst du da irgendwie eine Lücke zu finden. Aber die Lücke, die kriege ich schon noch. Ocon mal wieder. Vietnam reloaded. Naja, einfach mal schauen. Was da meine Finale noch drin sein wird. Und hoffentlich auch diesmal mit dem richtigen. Mit der richtigen Flagge im Thumbnail. Das war natürlich alles andere als clever von mir. Bei Vietnam ist hier noch eine ähnliche Flagge. Wobei Vietnam der Stern vorne in der Mitte ist. Und die Chinesen oben links. Haben sie ja im Intro eben gesehen. Naja, wie dem auch sei. Wir schauen mal, was unser. Ob wir einen guten Starter holen. Und mein Ziel ist es, irgendwo tatsächlich Richtung Platz 7, Platz 8 zu schielen. Das wäre so mein Wunsch. Aber schauen wir einfach mal. Vorteil ist, dass wir auf der Innenlinie starten. No rain expected. No rain expected for the time being. Kein Regen. Im nächsten Rennen geht es dann, glaube ich, schon nach Spanien. Nee, Niederlande. Quatsch. Be patient and watch for the lights. Nächste Rennen ist Niederlande. Und dann geht es nach Spanien. Monaco, Baku. Aber jetzt erstmal auf China konzentrieren. 14 Runden stehen heute an. Und die wollen wir so gut wie möglich holen. Wie gesagt, mein Ziel ist es, Platz 7, Platz 8 rauszuholen. So, der Start ist erfolgt, liebe Leute. Und wir sind relativ gut weggekommen eigentlich. Vorne.
Nee, da drücke ich mich nicht nur mit drei Autos nebeneinander. Wir nehmen da rein. Den Ocon hätte ich gerne ein bisschen weggeblockt. Ja, ja, sag ja. Ah, den hat er sich doch noch wieder zu vorbei zurückgedrückt. Ich kam nämlich nicht an das Auto. Ich kam nämlich. Ach. Dankeschön, Zeit anbremsen. Ich befürchte, dass ich da einen Flügelschaden mitgenommen habe. Ne, sieht nicht so aus zumindest, okay. Aber ich habe zumindest wieder meinen neunten zurück. So, während sich da vorne die Ferrari in der Norris ein bisschen betteln. Weil, wie gesagt, dadurch, dass der Kerl noch reingezogen ist in die Lücke, konnte ich nicht mitziehen, weil sonst wäre ich da auch noch vorbeigegangen. Hau da mal ab, Ocon! That's a strong start. Well done. Ja, der versorgt mir natürlich immer so mal. Der versorgt mir so meine Situation, meine Angreifssituation. Weil ich immer wieder versuche, da an den Norris ranzukommen. Und jedes Mal drückt er sich so dazwischen, dass ich nicht an die Position komme. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Eine Position möchte ich gerne noch gewinnen. Ja, ein bisschen verbremst. Engine is showing small signs of wear. Power output will be down. Und wieder geht einer vorbei. Zum Kopf mit dem Typen. Ich krieg den jedes Mal an. Ich hab den jedes Mal wieder an der Backe kleben. Ich hab den schon in Vietnam, hab ich den schon gehabt. So, DRS wird jetzt freigeschaltet. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Nehme ich die Situation mal mit. Das war mal ein bisschen zu viel Platz gelassen, der Ocon. Ich weiß, es gab eine leichte Berührung, aber habe ich das Auto wieder. Ich will zumindest, wenn überhaupt möglich, Möglichkeiten haben, den 9. Platz mit nach Hause zu nehmen. Vorne wird sich werden. Wie gesagt, da hat er mir nämlich, indem man sich da mitten in die Lücke gedrückt hat, hat er mir nämlich die Runde versaut. Jetzt wird er natürlich schön mit DRS rankommen können. Condition is still looking good. Gut, da warst du ein bisschen weit weg. We want to pit this lap, so push now.
Sorry, Esteban, das lasse ich dir nicht zu. Der ist aber auch noch für den so ein Klopp-Scooter, so da ist dann auch noch eine Lücke drückt, die es nicht da gibt. Mir redet jetzt mal das Rennen versaut. In Vietnam hat es dir nämlich selber verbaut. Und den du jedes Mal da reingedrückt hast. So, jetzt ist es momentan noch 10 Runden. Du müsst jetzt gleich in der nächsten Runde in die Box. Nach vorne wird es keine Möglichkeit mehr geben, uns das Safety gar nicht zulässt. Und da momentan noch alle im Rennen sind, wird das auch nicht kommen. Frage ist, wie bleiben wir vor ihm am Ende. Plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one. So, da duellieren sich gerade Sainz und Ocon. Sollen sie mal machen da hinten. Ich nehme den Schwung jetzt natürlich ein bisschen mit. Hoffentlich reicht das, um es durchzuatmen gegen den McLaren. Was? Kollision mit Zeitzug gesagt? Jetzt hat das doch verursacht. So, die ersten Autos gehen jetzt in die Box. Und wir ziehen jetzt gleich in der nächsten Runde mit. Ja, ich lege meine Hoffnung momentan eher so ein bisschen auf die nächste Ausbaustufe. Ich befürchte aber, dass wir jetzt Minimum noch ein, zwei Plätze verlieren. Also das ist doch nicht sicher, dass wir hier überhaupt heute was mitnehmen. Ich muss es jetzt nutzen, um mitzuziehen, sonst habe ich keine Chance, mir die Jungs ein, um uns im Holz zu halten. Ja, den kann ich nicht mehr halten, wenn er jetzt geht. Mit dem DS habe ich keine Chance gegen. Also jetzt alles andere ist gut. So. Doch noch irgendwie vorbeigekommen. Mick is in the pits. Mick in the pits. Das war nicht ganz unwichtig, dass ich vielleicht davor doch gegangen bin. Es gibt keinen neuen Flügel. Release, release, go, go, go. You'll be racing on the exit. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Ich habe das, was ich wollte. Das war das gar nicht so Unwichtige. Geh mir raus. Safety car, safety, ja, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Warum kommt das Safety Car eigentlich immer dann, wenn ich... Warum kommt das Safety Car eigentlich immer dann, wenn ich gerade aus der Box raus bin? Geh mir raus. Damit sind so noch 21 Autos im Rennen, aber... Das Bittere ist jetzt natürlich, dass er... So, die Frage ist, neues Soft nochmal draufhauen. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ich vermute, dass wir jetzt tatsächlich sogar noch verlieren werden. Weil alles, was vor uns ist, ist schon der Box gewesen. Und ich weiß, das, was jetzt noch davor hängt, was euch jetzt noch nicht in der Box war, das hat natürlich jetzt den Vorteil, dass man mit dem Safety Car Zeit spart. Und mir eventuell sogar noch in die Suppe spuckt. Faktor haben wir auf jeden Fall den Sainz und Ocon hinter mir. K
Komm, nimm das scheiß Delta weg. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Slow down. Your delta is negative, so, ein paar sind natürlich mal drin. Reduce your pace. Ja, aber ich fürchte, dass genau das jetzt passieren wird. Latifi, ja, und Russell ist davor. Genau das, was ich gemeint habe. Wir haben durch diese Aktion 3 Plätze verloren, weil das Safety Car uns wieder einmal das Rennen versaut. Das ist in Vietnam passiert, das ist hier wieder passiert und das geht mir gerade schon wieder auf den Sack. Und es ist wieder Dani Kwiat, der es mit ein bisschen Dusel aus übersteht. Und wir hätten es. Jetzt merke ich mich gerade, dass ich noch. Car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tires. Ja, das Thema ist quasi jetzt gegessen, weil ich vermute, dass ich hier hinten dran bleiben werde. So, dann haben wir jetzt Russell, Kwiat davor und wen haben wir noch davor jetzt? Ja, und genau das ist passiert. Norris ist auch davor. Und davor hängt nämlich schon nur Minimum einer, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Mann, das ist wieder so unnötige Kacke. Und der nächste, der sich jetzt verabschiedet, ist Carlos Sainz. Und damit sind es einfach nur 20 Autos drin. Das wäre mir lieber, wenn es ein Auto gewesen wäre, was jetzt vor mir wäre, Norris. Ich nutze jetzt natürlich die Möglichkeit, vielleicht nochmal mitzuziehen. Vielleicht habe ich, kann ich den Russell oder so oder einfach den beiden überraschen. Jetzt in die Box gehen macht natürlich null Sinn, weil dann würde ich hinten letzter und ich weiß nicht, wie schnell, ja, ob ich mit dem Soft auf die Position komme, wie ich hier möchte. Ich sag mir gerade, wer wird der Raikön, der ist aber raus aus dem Rennen. Mein Punkt wird es keiner geben, das glaube ich fast nicht mehr. Ich hätte gerne meinen 9. Platz zurück, den habt ihr mir nämlich genommen. Wieder mal im Rennen versaut mit der Safety Car Phase. Das ist gerade, was mich jetzt schon wieder ankürzt. Wieder wichtige Punkte mitgenommen. Oder weggenommen. Aber noch ist es nicht vorbei, es sind noch 6 Runden. Wenn Safety Car jetzt nicht in die Box geht, kann ich versuchen, nochmal auf Soft umzustellen. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. Okay, dann hat sich. Accelerates. Remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Perez ist auch noch mit davor, ja. Ach ja, das ist halt alles ein bisschen hinter dem Dings hätte ich sammeln müssen. Aber ich versuche es noch. Ich will mir zumindest ein, zwei Pünktchen mitnehmen können noch. So, noch 6 Ründchen. Ich behalte schon mal meine Pace bei. So, grün ist, wird geschwenkt und wir gehen wieder in die Runde.
Mal kann ich es nicht nutzen wie bei Ocon, wo ich dann relativ schnell in diese Lücke reinkam, um vorzudrücken. Aber mich. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Vielleicht habe ich eine kleine. So, Angriff gegen Norris. Den Haas möchte ich mir zumindest kassieren. Hab ihn. Und das Bittere ist, dass der Ocon das, was ich eigentlich vermeiden wollte, dass er mitzieht. Das hatte ich eigentlich so ein bisschen vermeiden wollen. Dass mir der Renault dahinter, der mir ein bisschen noch, und zwar schon in Vietnam so lange auf den Sack ging, jetzt schon wieder dahinter klebt. Fünf Runden noch. Ach ne, oh komm, gib mir nicht auf die Nüsse. Vor dem du versaust mir regelmäßig mein Scheiß und mein Rennen, ey. Jedes Mal. Wenn du dich einfach da in irgendwelche Lücken drückst, die. Naja, gut. Okay, versuch's ja, klar. Es ist fair. Es ist ein gutes Recht, das anzugreifen. Aber so kann ich, A, muss ich mich verteidigen und B, kann ich nicht vorne angreifen. Und das ist mein Ziel. Ich will den Kvyat zumindest noch kassieren. Ich will noch diesen einen Punkt mitnehmen. Jetzt zieht mir der Alpha Tauri da vorne weg. There's five laps of fuel remaining. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Ah, nicht ganz. Schade. Ein bisschen näher ich dran müssen, wäre ich vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Der Vorteil ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben mit gegen Ocon, der natürlich kein DRS hat. Hier habe ich Wasser neben Kassierer der Position. So, das nutze ich mal, nehme ich die Situation einfach mit. Und habe jetzt erstmal wieder einen kleinen Abfangjäger dahinter mir. Nice work, that brings you up a place. Ich fürchte aber nicht, dass die DRS-Linie uns jetzt hilft. Hier ist sie. Aber das reicht nicht. 1,3 Sekunden. Aber A, dass wir auch den Kvyat hinter mir haben, der auch raus ist aus der DRS-Zone. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen Sprit wieder sparen. Kvyat kommt natürlich jetzt mit der Treibwille von Ocon angegriffen. Den Typen. Ey, ich kann den Typen langsam nicht mehr arbeiten, der mir doch so in dem Rennen auf den Sack geht. Ich meine, jedes Mal den Typen hinter mir. Ich meine, ich bin wieder so da, wo ich hin wollte, nur auf Punktekurs. Aber wieder habe ich das Auto hinter mir. Gap to car in front is 2.1 seconds. Den Perez wird es wahrscheinlich nichts werden, dann kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich hätte mitziehen sollen auf Soft.
Da wäre ich ein paar Sekunden schneller gewesen, hätte ich vielleicht die Chance gehabt, vielleicht nochmal anzugehen. Aber im Gegensatz zum ersten Mal noch kaum, wenn ich wieder am bin ich am Podium, auf Punktekurs. Noch drei Runden. Zwei Autos sind mittlerweile raus, Raikön und Sainz. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ich den Renault gepackt bekomme, den ich hinter mir habe. Und ich habe Ocon vor mir kassiert. Das ist das erstmal das Wichtigste. Der auf 9 gestartet und dann punktelos ist. Noch. Es sind ja noch ein paar Runden. Ich meine, wenn er versucht vorbeizugehen, versuche ich zu kontern, ne? Mein Ziel ist es, einen Punkt mitzunehmen. Das Problem ist, habe ich eine halbe Sekunde hinter mir. Das Problem wird jetzt angreifen gleich. Er hat das DRS, hat die Hilfe, kommt aber nicht in Position. So, zwei Ründchen noch. Kann das reicht das, um diesen einen Punkt mitzunehmen? So, er hat nochmal einen Versuch. Die gerade ist aber zu kurz, um anzugreifen. We've only got two laps of fuel left. The gap to the car ahead is 3.0 seconds. Perez werde ich nicht mehr kassieren. Es geht jetzt einzig um diesen einen Punkt noch zu verteidigen. Kwiat ist raus, was die Punkte betrifft. Diesmal ist das nämlich komplett. Voraussetzung, ich passiert jetzt nichts mit Ocon. Wir haben noch zwei Ründchen. Also eine noch und dieser Rest, dieser hier noch. Und es gibt eigentlich nicht viele Positionen, wo er möglich angreifen kann. Ja, da vielleicht noch mal eine Chance, aber da ziehe ich ihn mehr weg ein bisschen. Es geht rein nur um diesen einen Punkt noch mitzunehmen. So. Da hängt wieder an der gleichen Distanz dran. 0,3 Sekunden mehr. Ich würde vermuten, dass er jetzt versucht anzugreifen. Kann er nicht, vergiss es. Am Ende wird es dann nur Platz 10 werden. This is your final lap. Voraussetzung, ich krieg das Auto da hinter mir noch abgehalten. Ich weiß, dass du konntest. Der ist so ein Kandidat, der probiert das auch in der letzten Kurve nochmal. Und zwar versucht er dann nochmal, sich vorbeizudrücken. So. Oh, nee, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Tut mir jetzt den Gefallen und bleib da weg. Ja, du hast mir schon am Anfang meines Rennen versaut, indem ich da in die Lücke kam, weil da vorne sich die Ferrari und das Sainz ein bisschen gehalten haben. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Lass mich in Ruhe. Klar, er versucht es halt nochmal. Und ich habe vielleicht noch die Möglichkeit, am Ende der Geraden zu kontern. Wer ist nämlich jetzt besser dran gekommen als eben? Jetzt geht er vorbei. Und damit ist der Punkt weg. Stand jetzt. Klar, er probiert es natürlich. Aber das lasse ich nicht zu. So, ich glaube, Bottas hat das Rennen gewonnen. Ja. Bottas gewinnt auch das vierte Rennen in Folge. Und ich kriege es tatsächlich noch hin, den Renault zu kontern. Und damit ist es doch glaub, der eine Punkt zumindest noch geblieben. Puh, Glück gehabt. Magnussen.
Fahrer des Tages. Ja, zumindest kurz, dann konnte ich den Renault noch halten. Die Sieger des großen Preises von China stehen fest und es war eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Also waren zwei, Verstappen drei. Dann vermutlich, dass es irgendwo Ricciardo, Hamilton und dann Vettel, Leclerc. Dann sind Norris und wir dran. So, wenn ich hier richtig die Reihenfolge noch gesehen habe. Bin auch nicht so groß, wenn was passiert ist. Ja, so ein bisschen die Safety Car Phase hat es ein bisschen kaputt gemacht. Wieder mal, es war nicht das erste Rennen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, der Ricciardo, der sammelt da fleißig Punkte. Ocon, der kommt momentan nicht hinterher, aber ja, Ricciardo, der holt momentan die Punkte. Naja, gut, wie dem auch sei, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ricciardo wäre auch noch eine Idee für einen wahren Wechsel oder für eine Verpflichtung. Aber gucken wir mal. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Naja. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? So. Danke für den Kommentar. Ja, sag ja, wieder mal das Safety Guide. Gut, diesmal konnte ich es ein bisschen reparieren, indem ich mir den Wasser relativ schnell geschnappt habe und dann irgendwann an Kwiat vorbeigehen konnte. So, wir haben noch drei Rennen vor uns, bis wir das den Gewinn gewonnen haben müssen. Ja, Platz 9. Ja, Platz 10, ja. Sache, es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen am Ende. Oh, 10 Millionen schlagen konnte. Gut. Naja. So, nächste Rennen, das dürfte dann der große Preis von den Niederlanden sein. Und da sehen wir uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.